Hintergrund auf der linken Seite sieht man noch Norderney und weiter darüber, das ist schon Baltrum. Ja, ich denke mal, es wird der letzte warme und trockene Tag auf der Tour jetzt. So, hier bin ich in Dornumersiel, so typisch für diese Gegend, so Campingplätze. Und im Hintergrund sieht man Langeoog. Ich denke mal, das ist die Insel, wo ich beim nächsten Mal drauf gehe. Naja, hier gibt es noch einen kleinen Kutterhafen. Und das war es eigentlich auch schon. So, hier bin ich jetzt in Bensersiel. Das ist der Ausgangshafen Richtung Langeoog. Und hier kann ich mich nicht erinnern, wo ich schon mal war. So, jetzt von Bensersiel nach Neuharlingersiel, mein Etappenziel. Knapp 9 Kilometer. Da geht es auf der Bunsenseite des Deiches, das ist also die Seeseite des Deiches, weiter. Das ist ein Naturschutzgebiet. Ja, das ist hier recht schön. Hier kann man das Wattenmeer jetzt mal sehen bei Flut. So, das ist jetzt Neuharlingersiel. Das ist ein künstlicher Sandstrand, aber durchaus okay. So, das ist Neuharlingersiel. Das ist schon wirklich schön hier. Ich wollte, nee, wirklich nicht, meine ich, habe ich nicht böse gemacht. So, ich bin jetzt nach rund 37, 38 Kilometer an meinem Etappenziel Hooksiel angekommen. Jetzt muss ich mal kurz aufschreiben, weil so eine ganz dicke kommt. So geht weiter, ohne die dicke. Ja, da hinten dieses Hotel habe ich gebucht. Ich versuche jetzt mal hier zu essen. Wir haben gerade mal 12:15 Uhr. Und gucken, ob ich noch 30, 40 Kilometer schaffe und irgendwo anders ein Quartier kriege. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, hier zu bleiben, nach so wenigen Kilometern. So, das hier ist Hooksiel nochmal. So, jetzt bin ich in Wilhelmshaven. Die Stadt selbst ist eher uninteressant. So, jetzt bin ich aus Wilhelmshaven wieder raus. Wieder am Deich. Ich will noch 18 Kilometer bis nach Fahrer zu meinem Ziel. Dann habe ich wahrscheinlich heute so an die 80 geschafft. Ja, das ist Dangast am Jadebusen. Ja, hier bin ich in Farelhafen. Vielleicht noch 3 oder 4 Kilometer bis Stadtzentrum oder ja, Stadtzentrum von Farel. So, jetzt bin ich noch eine längere Strecke längs der Straße, weil der Deich gesperrt war. Wieder in ruhigeren Gefilden angekommen. Muss aber jetzt für mindestens 5 Kilometer hart gegen den Wind anradeln. Aber was soll's. So, das ist das Nordseebad Tossens, eigentlich ein großer Campingplatz mit einem künstlichen Strand wahrscheinlich. Im Hintergrund sieht man Wilhelmshaven. So, nach ca. 50 Kilometer bin ich in Vetterwalersiel angekommen. Hier werde ich Mittagessen und die Entscheidung treffen, ob ich heute noch nach Bitterkesa zurückfahre. Das sind gefühlte 40 Kilometer noch. Schlenker hoch nach Otterndorf mache und vielleicht sogar nach Hamburg, das überlege ich mir noch. Ja, ich denke, es war eine richtige Entscheidung, die Tour heute zu beenden. Ich habe sicherlich noch gefühlte 35 bis 40 Kilometer, aber am Horizont sieht man bereits
die ersten bösen Regenwolken aufziehen. So, auf der anderen Seite von der Weser sieht man jetzt Bremerhaven. Hier erstmal den Containerhafen und in der Richtung die Innenstadt. Und da, wo der große Schornstein ist, da muss ich jetzt hin, denn da geht die Fähre los. Hoffentlich schaffe ich das noch, bevor der große Regen einsetzt. So, an gleicher Stelle habe ich schon mal vor einem Jahr gestanden, als ich die Silroute gefahren bin. Okay, also hier haben wir Bremerhaven. Jetzt sind es vielleicht noch einen Kilometer bis zur Fähre. Okay, ja. Fazit von der Rundreise ziehe ich nachher. Aber eins kann man schon mal pauschal sagen. Ich bin jetzt exakt 2 Wochen unterwegs. Und plus einen Tag. Und ich bin eigentlich in die Hochsommerphase hineingekommen und habe faktisch keinen Regen abbekommen. Habe eine tolle Woche, also 9 Tage auf Just gehabt, also unterm Strich durchweg positiv. So, jetzt bin ich auf der Fähre über die Weser. Ja, ein schöner kurzer Radurlaub. Er geht zu Ende. Offensichtlich habe ich die wirklich trockene Jahreszeit erwischt. War schon echtes Glück. Ja, war eine tolle Sache. Nächstes Jahr mache ich noch eine größere Tour. Da geht es dann in den gesamten Rhein aufwärts und nochmal an der Küste entlang. Und dann werde ich sicherlich versuchen, auf Langeoog ein paar Tage oder auch länger zu bleiben. So, jetzt habe ich fast geschafft. Ich bin an Elmlohe vorbei. Ich noch ca. 11 Kilometer, am Ende werden es wohl 96, 97 Tagesetappe werden. Jetzt bin ich aber eigentlich auch froh, dass ich das geschafft habe.